Hallo zusammen. Heute geht es um etwas anderes als Fotografie. Und zwar der Grund, wieso ich kaum Videos zum Thema Fotografie mache zurzeit. Und zwar das Studium. Aber es geht um eine ziemlich wichtige Sache im Studium. Und das zeige ich euch ohne Umschweife. Es geht um Gratisgeschenke. Hier speziell die Campus-Tüte. Falls ihr nicht wisst, was die Campus-Tüte ist, die Campus-Tüte wird quasi zu Semesterbeginn kostenlos ausgestellt. Sie enthält vor allem, ich sag mal, Werbung bzw. kostenlose Artikel, die ich gleich zeigen werde, was dazu zum Beispiel drin ist. Und es ist kostenlos für Studenten. Wie ich festgestellt habe, gab es da schon mindestens zweimal an unserer Universität. Vielleicht werden weitere folgen. Aber ich glaube, es sind meistens die gleichen Dinge drin. So, was ist nun in dieser schicken Tüte drin? Zum einen Bier, oder besser gesagt Radler. Was will man dazu sagen? Ein Student braucht Bier. So. Dann haben wir einen About You-Gutschein. Kann man vielleicht brauchen. Zum Thema Fitness auch noch Zeugs. Also Werbeflyer, wie gesagt, es ist ja auch viel Werbung drin. Dann, das ist ein Gutscheincode für das Magazin Mad. Okay? Ich bin mir nicht sicher, was das ist hier. Es ist, glaube ich, ein Heft über Studieren weltweit. Es gibt Kinder Country Schokolade. Sehr gut. Einen Essensgutschein von, ich bin mir nicht sicher, Burger Heart. Angeblich ist das in Nürnberg, wie es draufsteht. Auf jeden Fall kriegt man da 20% jeden Montag auf alles. Ich komme in der Regel nicht nach Nürnberg. So, was haben wir noch? Ein Organspendeausweis. Nochmal Fitnessstudio. Ein Gutschein, bei dem man scheinbar 2 für 1 bekommt. Im Sausalios. Keine Ahnung, Werbung. Stempeln wir es unter Werbung ab. Noch mehr Werbung. 3 Euro Rabatt auf den Blabla-Bus, was auch immer das sein mag. Scheinbar kann man da diverse Fahrtstrecken fahren. Sagt mir nichts. Werbung. Natürlich Werbung zu den wichtigsten in der Tüte. Bier. Und scheinbar ein Gewinnspiel für Bier. Irgendwas für Jump for All. Das scheint sowas wie Trampolinspringen zu sein. In Langenzehn und Ladenburg. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall darf man... wenn einer zahlt, dürfen 2 springen. Okay. Auf jeden Fall Trampolinhüpfen, Werbung. Das ist ein Tee. Tee. Den hebe ich mir gleich auf. Sehr cool. Calm and Relax und Bio. Cool. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem. Ich hoffe, ich habe jetzt die ganze Werbung raus. Jetzt geht es noch. So viel ist da gar nicht drin. Chai Latte Schoko. Finde ich sehr toll. Es ist nicht die Light-Version, das heißt, man kann ihn sogar trinken. Sweet India. Sehr schön. Von Krüger. Das ist nicht gesponsert, dieses Video. Das ist eine kostenlose Tüte. Und ich nehme an, sie wird ermöglicht durch Werbung. So, dann hier. Chivo Black and White, den hatte ich tatsächlich schon mal an der Uni probiert. Da war auch ein Stand, wurde kostenlos verteilt. Sehr cool. Jetzt sollte ich jemals Filterkaffee machen. Ich mache sie mit einem Vollautomaten. Werde ich ihn mal zu Hause machen. Das ist, glaube ich, mein drittes Tütchen von denen, die ich jetzt gesammelt habe. Man kriegt
kriegt ständig was geschenkt an der Uni, ich weiß auch nicht. Ist nicht schlecht. So, dann. Okay, was ist das? Ha. Es ist Shampoo. For the sweetest cookie in the jar. Der süßeste Keks im Gefäß. Okay. Ist das Keksgeruch? Es ist Show. Es ist. Okay, das ist cool. Es ist Shampoo mit Schokokeksgeruch. Schokokookie. Das ist sehr cool für fluffig weiches Kuschelhaar. Und wer es wissen möchte, es ist vegan. Sehr cool, okay. Es geht aufwärts. Dann Miracoli Presto. Das hatte ich auch schon mal von irgendeinem Werbestand. Kann man essen? Werde ich aufklauen. Sehr schön. Also Miracoli Presto. Okay, das ist auch cool. Wandfüller. Sollte man in seiner Studentenwohnung mal irgendwo ein Loch reinschlagen und möchte vertuschen, kann man auch sehr gerne Wandfüller nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie ein Konzept für diese ganze Tüte haben, aber okay. Und Exploding Kitten. Sehr, sehr cool. Das Ganze muss ich kurz erklären, das haben wir schon mal in der Uni ausgepackt. Meine Version ist noch nicht. Und was ist Exploding Kitten? Exploding Kitten ist ein Kartenspiel. Ich hoffe, es kackt nicht mit dem Fokus, aber es packt einfach mal aus. Um was geht es? Es ist natürlich eine kleine Spielanleitung dabei. Man muss dazu sagen, dass das ganze Spiel eine Demo ist. Also das ganze Spiel kann man sich auch im Internet kaufen. Und um was geht es? Es geht darum, es geht um diese Karte. Man spielt quasi zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall im Demo-Set zu zweit. Und es geht darum, man muss jedes Mal am Ende seines Zuges eine Karte ziehen, kann auch Aktionskarten spielen, kann den Gegner dazu bringen, dass er zwei Karten ziehen muss, man kann verhindern, dass man ziehen kann. Und wer das Exploding Kitten zieht, hat verloren. So einfach ist das eigentlich. Ein sehr witziges Spiel. Eigentlich würde es sich lohnen, nur zu diesem Spiel ein kleines Video zu machen. Es war sehr amüsant, wir haben es an der Uni tatsächlich ein paar Runden gespielt. Ja, was könnte man dazu noch sagen? Also, sehr cooles Spiel, werde ich nochmal dazu kommen. Hier nochmal das Backcover, Exploding Kittens. Kann man nur empfehlen, also wenn es interessiert, ich werde dazu vermutlich ein Video machen, einfach weil ich es sehr cool finde, die Idee, so Katzen, ein Spiel mit Katzen, sehr cool. Jo. Und das war's. Die Tüte ist leer. Und was kann man noch dazu sagen? Es gibt scheinbar eine App zur Campus-Tüte. Es gibt eine Online-Seite, da kann man, falls man sie verpasst hat, nachbestellen. Ich bin mir nicht sicher. Also die Tüte an sich ist kostenlos. Ich weiß nicht, ob man Porto zahlen muss. Habe mich nicht darüber informiert. Ich habe es gegoogelt. Die Campus-Tüte, das Original, ist im Internet zu finden. Scheinbar finanziert sich das Ganze tatsächlich einfach durch Werbung. Und ich denke auch, so kann man Studenten darauf aufmerksam machen, was gibt's. In diesem Fall hat es bei mir funktioniert mit dem Exploding Kitten Kartenspiel. Sehr coole Sache. Und die Campus-Tüte. Man kann sie sich auf jeden Fall nach Hause bestellen. Da hat man hier so ein kleines Formular mit Bestelldaten, Vor- und Nachname, an welcher Universität ist man, in welchem Studiengang. Und es steht nichts von wegen kostenpflichtig bestellen. Das ist interessant. Also steht jetzt nichts weiter auf der Seite dazu da. Ich denke, im schlimmsten Fall muss man Porto zahlen. Also falls ihr auch Interesse habt als Studenten, könnt ihr sie euch holen. Aber es kann auch durchaus sein, dass sie mal wieder in der Uni ist, weil das war jetzt das zweite Mal, dass ich sie gesehen habe. Und ja, das war's. Also zusammengefasst, es gab ein Kartenspiel, viel Werbung, Gutscheine,
falls man sie braucht. Bier, beziehungsweise Adler. Teebeutel, einen, aber hey, besser einer als keiner. Keks-Shampoo. Presto. Mit sonnengetrockneten Tomaten und Fettarm. Ein Wandfüller für alle Schäden, die man an der Wohnung so verursacht. Oder ein Loch, falls das funktioniert. Chai Latte. Sehr cool, der wird die Woche noch vernichtet. Und Kaffee. Sehr cool. Also wie gesagt, der Kaffee ist auch gut. Man könnte fast sagen, die Campus-Tüte hat bei mir den Sinn erfüllt. Ich finde sie cool und freue mich schon drauf, was die nächste so mit sich bringt. Ach ja, dazu kann man noch sagen, es gibt scheinbar mehrere Versionen der Campus-Tüte, denn ich habe festgestellt, es gab andere Shampoos. Es gab, glaube ich, noch ein lilanes Shampoo. Dann eine Version, in der das Katzenspiel nicht drin ist. Das ist die Verlierertüte fast schon. Aber ich glaube, da ist ein Beutel drin. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da war ein Beutel drin, so ein Turmbeutel. Da ist auf jeden Fall noch anderer Kram drin. Falls ich mal eine rankomme, kann es dazu ein Video geben bei Interesse. Wenn nicht, auch nicht. Aber was kommen wir jetzt? Ein Video zu Exploding Kittens. So, das war's auch schon. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Habt eine gute Zeit. Ciao.